Ja, Steffen, deine Tochter Isa braucht Hilfe. Wie geht es ihr? Geht sie den Umständen entsprechend gut. Sie muss zweimal die Woche derzeit ins Krankenhaus, ins Olgele, um da Blut kontrollieren zu lassen, und braucht auch einmal die Woche eine Bluttransfusion. Und sind auch andere Voruntersuchungen schon, da hat sie schon einiges um die Ohren. Ja, sie braucht ganz dringend einen Stammzellenspender, und du hast jetzt auch zu der Aktion heute aufgerufen. Es ist auch richtig viel los, ist doch toll, oder? Ja, ich bin überwältigt, einmal von der Anzahl der Leute, die sich kommt und sich typisieren lässt, aber auch von der Anzahl der Helfer. Also wir hatten ohne Probleme über 100 Helfer zusammen, von über die Kickers, über Kindergarten, Schule, Verwandte, Bekannte, und einfach überragend. Ja, da freuen wir uns, und wir hoffen auf, dass es einen Spender bald gibt. Ja, also wir sind zuversichtlich. Ich bin ja ein Mensch, der immer positiv denkt. Hoffen wir, dass wir da bald einen finden. Alles klar. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Herr Lorz, wichtiger Termin heute. Schön, dass auch vom Präsidium alle da sind und sich heute typisieren lassen. Wie wichtig ist es Ihnen? Sehr wichtig. Ich meine, es geht ja zum einen um jemanden, der den Kickers sehr nahe steht. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Aber generell ist es wichtig, dass wir als Verein auch auf das Thema aufmerksam machen und da unsere Kraft einsetzen, dass jetzt hier möglichst vielen Menschen geholfen werden kann. Ja, da merkt man auch, dass die Kickers dann wirklich ein familiärer Verein sind und dann füreinander auch in der Not das zusammenstehen. Ja, das ist halt die Verbundenheit, die du in unserem Verein hast, dass dann wirklich die Leute füreinander einstehen, miteinander durch dick und dünn gehen und versuchen zu helfen, was geht. Und das freut mich sehr. Das freut uns auch. Hallo. Hallo. Ein Helfer bei mir heute. Sehr schön, dass du dich hier bereit erklärt hast. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Meine Tochter spielt mit der Larissa persönlich und mit deren jüngeren Töchter. Ja, und dann haben wir halt eine gute Verbindung zur Familie, und dann unterstützt man die ganze Sache natürlich, weil das kann ja jeden selber treffen auch, beziehungsweise halt die Kinder. Man fiebert abends auch immer mit, irgendwie hoffentlich findet man einen, irgendwie auch gerade vor allem am gestrigen Tag halt, hoffentlich findet man einen Spender halt, das wäre natürlich toll. Es geht natürlich nicht nur um Larissa, auch um Kinder oder Erwachsene weltweit. Ja, einfach was Gutes tun, darum geht's. Hallo, Sie haben sich heute hier typisieren lassen für Larissa. Wie kam es dazu? Wie sind Sie auf die Aktion aufmerksam geworden? Da darfst du am besten du anfangen. Also ich habe es bei uns in der Gegend gesehen, dass es viele Aushänge waren, und über eine Bekannte, die auch die Familie direkt kennt und dann auch das mitgeteilt hat, dass es hier die Möglichkeit heute gibt. Ja, das ist schön. Das ist ja auch eine wichtige Sache, oder? Ja, ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Wir haben es jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Und gerade wenn es um ein kleines Kind geht, sollte man das dann doch auch mal machen. Ja, super, vielen Dank. Ja, hallo, Anahita Rehbein, frisch gebackene Miss Germany 2018. Auch du hast dich heute hier typisieren lassen als Stammzellenspenderin. Wie wichtig war es dir? Also ich wurde über Facebook angeschrieben von dem Papa von der Larissa, und also da habe ich gar nicht lange überlegt, und ich meine, ich komme ja hier aus Stuttgart, das war für mich jetzt auch kein irgendwie ein großer Umweg, hier mal vorbeizuschauen, und ich wollte es eh schon immer mal machen und dachte, okay, das ist jetzt ein guter Anlass, und ja, ich freue mich jetzt. Ja, dann mach doch mal bitte noch in die Kamera rein einen schönen Aufruf, dass sich auch im Nachgang noch viele dann für DKMS dann typisieren lassen. Also, hallo. Ich würde mich wirklich freuen, wenn sich auch wirklich der ein oder andere dazu bereit erklären würde, einfach ein Stäbchen zu nehmen. Es ist wirklich ganz einfach, muss kurz den Mund aufmachen, 3 Stäbchen an der Backe, in der Wange, ein bisschen rumreiben sozusagen. Und dann ist es eine Sache von 3 Minuten, kein Aufwand. Also ich würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere noch dazu bereit erklären würde und sich vielleicht der ein oder andere Spender finden würde. Und so finden wir dann vielleicht den einen oder den anderen kleinen Held für jemanden, wo es ein ganze Leben rettet. Super, danke. Paco, du hast auch im Vorfeld hier zur Typisierung aufgerufen, weil es ja selber auch ganz wichtig ist. Toll, dass so viele Leute heute da sind. Absolut, es ist wichtig, dass sich viele daran beteiligen. Wir als Mannschaft sind natürlich einheitlich da, und es ist
erfreulich, dass es natürlich auch noch sehr, sehr viele andere gibt, die sich hier beteiligt haben. Ja, ich hoffe, dass das jetzt hier nicht der Schluss ist, sondern das soll jetzt der Aufruf sein auf noch mehr. Unbedingt sich daran beteiligen und daran teilnehmen, so dass der Larissa geholfen wird. Herr Goxmeier, die Kickers haben mit ihrem Fansprecher Steffen Müller aufgerufen, heute zu der Typisierung, sehr wichtig für seine Tochter Larissa. Sie haben sie auch gerade typisieren lassen. Sehr schön, dass so viele gekommen sind. Wir haben heute Morgen noch getagt im Präsidium. Wir werden heute geschlossen natürlich kommen und das ist eine Herzensangelegenheit. Ne? Und das ist auch wunderschön, dass der Verein sich da familiär zeigt, so wie wir auch sein wollen, wie wir auch vorleben wollen. Und das ist eine richtige Herzensangelegenheit. Ja, das ist eigentlich hier wichtiger heute, wie das sich gestern. Heute ist es sicherlich wichtiger. Und gestern war es auch wichtig. Josip, heute hat sich die ganze Kickers-Mannschaft typisieren lassen für die Larissa. Das ist eine tolle Sache. Ja, wir können nicht alles Leid lindern auf der Welt, aber der Mannschaft war klar, der Vater von ihr gehört ja auch zum Verein, da war klar, dass wir uns alle typisieren lassen und helfen kommen. Ja, und da ist, weil ich geht es um die 8-jährige Larissa, die dann ganz dringend den Stammzellenspender braucht, ist fast wichtiger wie der Kickersieg gestern. Ja, ist was anderes. Der Sieg gestern war wichtig für uns, aber da geht es um ernstere Sachen und da merkt man auch, dass es auch manchmal wichtigere Sachen als Fußball gibt im Leben. Das ist ein gutes Schlusswort. Danke.